Allah, hier ist wieder eure La Presidenta und ich freue mich, dass ihr wieder bei mir seid. Wenn wir den Pharmakonzern noch weiter ein bisschen in die Höhe treiben, um mehr Profit rauszuschlagen oder hier ein paar Hütten platt machen, weil wir ein paar Apartments drüber bauen, was wir natürlich auch mal brauchen. Und jetzt eine weitere neue Mission annehmen. Ja, wir haben jetzt hier sozusagen eine Time Quest. Wir müssen das Atomprogramm in die Wege leiten und das innerhalb von einer bestimmten Zeit. Wir kriegen natürlich immer wieder die Möglichkeit, einen Aufschub zu gewähren. Das versuchen wir natürlich auch alles so gut es geht hinzukriegen. Und Professor Zweistein arbeitet auch mit uns zusammen, sagt er jedenfalls. Und mal gucken, wie sich das Ganze dann weiterentwickeln wird. So, wir haben jedenfalls auch, mal gucken, genau, geschnittenes Brot, also sprich die Supermärkte gibt es bald. Und danach müssen wir noch zwei Etagen praktisch weiterkommen, damit wir hier das Atomprogramm hinkriegen. Aber mittlerweile bin ich echt zuversichtlich, dass wir schaffen. Gut, wir gehen einfach mal auf Beschleunigen und nehmen Präsident, wissen Sie, wer Ihr bester Freund ist? Derjenige, der Ihnen das meiste Geld schuldet. Sie wollen doch nicht, dass ihm etwas passiert, oder? Oh nein! Haben Sie meine Idee mit der Invasion und den Staatsschulden verstanden? Schauen Sie mich nicht so an, Präsidentin. Natürlich sind Sie mein bester Freund. Erreichen Sie die Bonitätsstufe spekulativ. Invasionsaufschub um 12 Monate. Ja, Bonität 4. Howdy, Präsidentin. Ich habe mich schon gefragt, ob Sie mich anrufen würden oder die US Army eigenhändig besiegen wollen. Hinter der Invasion steckt mehr, als Sie denken. Es gibt einige Generäle, die darauf brennen, den Dritten Weltkrieg auszulösen. Ich kann die Invasion zwar nicht eigenhändig stoppen, aber ich werde Ihnen etwas Zeit erkaufen. Ich führe Spanischunterricht an allen US-Soldaten, bei allen Soldaten ein, die an der Invasion teilnehmen. Das wird die Dinge etwas bremsen. So, der Präsident gibt uns also 12 Monate Aufschub. Und das erinnert mich auch gerade dran, wenn ich den Präsident wieder sehe, dass ich noch eine weitere Botschaft bauen sollte. Wo setzen wir die hin? Die setzen wir da hin. Weil im Moment haben wir nur die eine. Komm, da werden wir jetzt mal die USA preisen, annehmen. Vielleicht kriegen wir dann auch wieder einen weiteren Auftrag von denen. Oder beziehungsweise sie sind dann etwas glücklicher mit uns gestimmt. Unsere flüssigen Argumente haben das Politbüro überzeugt. Es will einige Diplomaten nach Tropico entsenden. Ja, nun sollten wir Ihnen eine Botschaft bauen. Ich schlage einen Bauplatz nahe einer Kneipe vor, alter Freund. Ja, laden Sie die UdSSR-Botschaft, die UdSSR in eine Ihrer Botschaften ein. Schön, dass denen das einfällt, nachdem ich die USA gerade erst eingeladen habe. Aber gut. Warte mal, wir können hier... Nee, den brauchen wir nicht. Bankzollamt verbessert die Preise. Ja, hört sich auch gut an. Werden wir natürlich auch in die Wege leiten. Und die wollten, dass hier natürlich eine Kneipe gebaut wird. Ein Restaurant. Eine Kneipe selber. Doch, da ist auch eine Taverne. Komm, die Taverne nehmen wir und die setzen wir dann hier hin. Oder setzen wir da hin. So mitten rein. Schucks. Gut. Warte mal, das sind doch hier alles wieder Hütten. Also gut, ja, wir müssen den Leuten natürlich auch mehr Wohnfläche wieder geben. Wir hatten ja auch in der letzten Folge ganz viele Flüchtlinge angenommen. Aber erstmal müssen wir hier auch an der Bonität etwas schrauben. Das heißt, mache ich zwar verdammt ungern, aber es bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Dumm, die dumm, wo ist das hier wieder? Muss ich gerade mal kurz gucken. Zu den Waffenvermögensteuer, Steuersenkung. Hallo, wo ist das denn gerade, was ich suche? Staatsschulden, da, genau. So, und zwar Anleihen ausgeben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das das ist. Also wir machen es jetzt einfach mal. Und gehen mal voll raus. So, damit haben wir jetzt mal Geld. Ja doch, das ist es, was er wollte. Weil hier blinkt es. Damit haben wir das weg. Residente, was wir jetzt entdeckt haben, ist so gut. Ach was, es ist besser als alles, was wir je entdeckt haben. Ja, wir haben den Supermarkt freigeschaltet. Aber ich werde hier bei der Verordnung auch gleich wieder dafür sorgen, dass die Staatsschulden zurückgezahlt werden. Weil ich möchte nicht gerne auf Schulden bauen. Da gehöre ich nicht wirklich dazu. Und, guck mal, wir haben hier... Das Politbüro hat ewige Freundschaft zwischen der UdSSR und Tropico erklärt. Leider wurde ich dabei von mindestens einem Dutzend Russen geküsst. Och, schon wieder. Diesmal nehmen wir hier, die 4.000 für unser Schweizer Nummernkonto. Weil damit können wir Residente, hier dann auch schon weiter erhöhen. Spitzenmanager der Atomindustrie. Ja, ja, haben ja. So, wir haben es jetzt gezahlt.
Das wollte uns Penultimo nochmal sagen. Wir haben jetzt auch dann 19.000. So, jetzt werde ich nämlich erstmal hier ein paar Updates fahren. So, fügt einen zusätzlichen Zyklus hinzu. Eliminiert jegliche Umweltverschmutzung. Hier können wir nämlich auch noch was machen, wenn wir es gerade könnten. Können wir natürlich jetzt nicht, weil wenn wir jetzt gerade wieder das Geld dazu hätten, dann könnten wir hier weitere Schiffe hinzufügen und würden damit mehr exportieren. So, aber im Moment sieht es ja ganz gut aus. Wir sind bei 78 Monaten. Ja, so gefällt mir das. Und unsere Forschung scheint auch recht gut voranzugehen. Will ich jedenfalls mal hoffen. Sie können sich das im Moment gerade nicht leisten. Ja, ich weiß. So, aber hier gibt es einen neuen Auftrag. Neuen Auftrag? Warte mal. Erstmal hier sehe ich gerade, dass die total unterbezahlt sind. Soll ich wieder den US-Präsidenten anrufen? Ist es so ernst? Der alte Halunke kann möglicherweise auf seiner Seite etwas mehr Licht in die Angelegenheit bringen. Ja, dann ruf doch mal an. Mal gucken, wer dabei rauskommt. Hey, Simms spielt auch wieder. Und, so, wir haben wieder Geld. So, genau, ich wollte hier... Der Wahltag rücken. Ja, doch. Presidente, in schrecklichen Zeiten wie diesen ist es eine Freude, mit einem wahren Freund zu sprechen. Ja, der mag mich halt eben noch, weil wir halt eben mal gewettet haben und das findet er immer ganz toll. Die Generäle sitzen mir im Nacken und bestürmen mich alle 5 Minuten, den Invasionsbefehl zu geben. Ich werde bestimmen, dass jeder an der Invasion beteiligte Soldat eine Pflichtzollerklärung abgeben muss, doch mehr kann ich nicht tun. So gewinnen sie etwas Zeit, ich bete, dass das reicht. Der US-Präsident schiebt die Invasion um 9 Monate auf. Gut, sehr schön. So, aber hier werden wir jetzt erstmal Trockendock. Jede Hafenanlage stellt ein zusätzliches Handelsschiff zur Verfügung. Sehr gut. Und wir haben hier einen neuen Auftrag bekommen. Das geht ja hier gerade wie Katzenrollen. Warum beuten wir unsere Insel nicht noch weiter aus? Wir sitzen auf Ölvorräten, die wir nicht verkaufen. Ja, boah, Baby, boah, schneller, härter. Und ja, wir werden natürlich Öl exportieren. Hallo? Gibt uns natürlich auch wieder einen Vorteil, würde ich mal fast behaupten. Präsidente, wir haben das Geheimnis des Fliegens entdeckt. Es ist fast so wie Fallen, nur rückwärts. Dann haben wir das Geheimnis des Landens herausgefunden. Es ist fast so wie Abstürzen, nur weniger schmerzhaft. Ups, ich habe gerade gesehen, letztes Jahr verhungerten 23 Menschen. Das ist natürlich nicht gut. Ich wollte nämlich eben gerade schon anfangen, für den Tourismus zu sorgen. Ist eine uncoole Idee. Ich sollte erstmal für unsere Leute hier sorgen. Unsere Beziehung mit der UdSSR? Ewige Freundschaft. Das bedeutet leider auch, dass es nie zu einer heißen Affäre kommen wird. Wir müssen proaktiver sein, wenn wir wollen, dass die UdSSR uns mag. Ja, dann entsenden wir mal eine Delegation. Können wir natürlich schon... So, annehmen. Sie erhalten einen besonderen Auftrag von der UdSSR. Erfüllen Sie sie, um Ihre Auslandsbeziehung zu verbessern und eine Belohnung Musste zu erhalten. Musste es die UdSSR sein, alter Freund? Ja. Hätten wir nicht eine Delegation an einen wärmeren Ort schicken können? Der mosert hier auch die ganze Zeit nur rum. Als Profi bin ich nun, der ich nun mal bin, konnte ich mir durch das Trinken großer Mengen von Alkohol die harte Bedingung in Russland überstehen. Ihre Forderungen schrieb ich mir auf die Hand, damit ich sie im Rausch nicht vergesse. Hier sind sie. So, Sie wollen 2 Mastbetriebe. Ja, ich mag eigentlich keine Mastbetriebe, weil diese armen Tiere. Aber gut, unsere Leute brauchen sowieso gerade was zu essen. Es tut mir leid, die armen Schweine. Das wird hier einige Leute ziemlich... anfuchsen, dass wir jetzt hier Mastbetriebe bauen und kommen Rinder bauen wir auch. Und Jumps. So. Damit haben wir das. Forschung, genau. Ich habe ein Handelsabkommen mit den USA vereinbart. Sie helfen uns, unsere Ölindustrie auszubauen und wir geben ihnen günstigere Preise. Ja, das kommt mir sogar gerade sehr gelegen, weil wir müssen sowieso noch Öl exportieren. Und damit können wir wenigstens etwas Geld sparen. So, ich wollte jetzt aber hier drüben... Erst einmal, genau, nachdem ich ja unterbrochen wurde. So, hier die Forschungspunkte erhöhen. Das können wir hier auch nochmal gucken. So, erzeugt 25% mehr. Und komm, eine weitere Bibliothek bauen. Obwohl, nein. Warte mal, wir konnten auch einen Supermarkt bauen. Dann sollten wir das vielleicht auch tun. Ach, ich will schon wieder so vieles bauen, ich weiß. Muss das Ding an eine Straße? Ja, das Ding muss an eine Straße. Da geht's nicht. Da geht's. So, passt genau rein. Und dumm-di-dumm-di-dumm. Wir haben 79 Monate. Ja, im Moment bin ich noch ziemlich zuversichtlich.
Ach ja, stimmt, ich habe ja hier oben noch gar nicht hingebaut. Präsidentin, wenn Sie diese Nachricht hören, ist es zum Schlimmsten gekommen. Die amerikanische Freiheit steht auf dem Spiel. Wie ich befürchtet habe, wollen die US-Generäle einen atomaren Vernichtungskrieg auslösen. Gegen ihre eigene Regierung. Also gegen mich? Aber keine Angst, ich werde nicht widerstandslos untergehen. In der Zwischenzeit sollten Sie alles in Ihrer Macht Stehende unternehmen, um eine Invasion der US-Militär zu umgehen. Super, das heißt, wir brauchen mehr Militär. So, komm. Ich mache mir hier schon wieder alles zunichte, weil ich eigentlich was anderes bauen wollte, aber es bleibt mir jetzt gerade nichts anderes übrig, als hier erstmal wieder ans Militär zu denken. Und leider kann ich auch noch gar nicht... Das Politbüro hat ewige Freundschaft zwischen der UdSSR und Tropico erklärt. Leider wurde ich dabei von mindestens einem Dutzend Russen geküsst. Schon wieder? Geküsst. Ach Gott, der Ärmste. So, wir nehmen wieder hier ein weiteres kostenloses Gebäude. Ja, ich sollte vielleicht auch mal langsam dafür sorgen, dass ich die auch ausbaue. Habe ich eigentlich schon eine Stahlfabrik? Ist egal. Ist gerade kostenlos, dann nehmen wir die mit. Und ich muss mal kurz gucken, was wir sonst hier noch so gerade kostenlos haben, weil ich langsam den Überblick verloren habe. Muss ich gestehen. So, haben wir hier irgendwas kostenlos? Nein. U-Bahnhaus auch nicht. Tourismus können wir gerade nichts bauen. So, hier ist auch nichts. Ich dachte, wir hätten irgendwo noch was kostenlos. Aber wohl nicht. Nö, gut, dann müssen wir halt eben noch etwas abwarten, bis wir wieder Geld haben. Doch, Öl sollten wir doch eigentlich kostenlos haben. Noch ein kostenloses Gebäude, genau. Einmal, wo haben wir denn hier Öl? Da, genau, Ölraffinerie. Haben wir hier, da haben wir nochmal Öl. Mal anders drum. So. Dahin, sehr schön. So gefällt mir das. Und dann ziehen wir das Gebäude hier hoch. Ah, der will hier mal wieder nicht, weil... Super. Dann müssen wir hier also um die Ecke gehen. So, kriegen wir auch noch hin. So, und dann bauen die hier drüben schön gemütlich vor sich hin. Ah, hier drüben habe ich eine Bank. Ja, genau. So, die Bank erzielt Einnahmen für jeden Touristen. Okay. Ich glaube, hier hinten hatte ich auch noch irgendwo eine Bank. Oder? Aber da habe ich das Zollamt. Was können wir denn hier Schönes machen? Senkt die Preise. Wir haben ausführliche. Ja, danke. So. Alle Exporterlöse fließen auf ihr Schweizer Nummernkonto. Okay. Nehmen wir doch mal mit. Können wir hier irgendwas machen? 3 Groschen Oper. Senkt den benötigten Wohlstand, um die Oper besuchen wir zu können. Wir haben die Chance, den Ausgang der Nein, wir wollen sie nicht manipulieren, weil ich gehe davon aus, das sieht ganz gut aus. So. Und dumm. 98 Monate. Ölexport sieht gut aus. Good news, Presidente. Ich habe die US Generals entmachtet, die sich gegen mich gestellt haben. Sie hätten es besser wissen müssen. Ich habe sie alle besiegt, nacheinander und in 12 Bosskämpfen. Ich weiß, Sie können es kaum erwarten, die Details zu hören. Daher hier schon einmal die Kurzfassung. Wer leise spricht und einen großen Knüppel in der Hand hält, erreicht mehr als jemand, der nur... leise spricht. Die Freiheit des amerikanischen Volkes wurde verteidigt. Das Wahlergebnis ist da. Ja, ich habe auch mit nichts anderem gerechnet und wir können hier weitere Sachen bauen. Sehr schön. Also ich glaube, im Moment sieht es ganz gechillt aus, dass wir das hier hinkriegen werden. Wir können uns also sogar schon fast Zeit lassen, weil wir haben hier noch 97 Monate, 96 Monate, ich weiß. Und dumm. So, also das heißt, weitere Forschungsgebäude brauchen wir nicht wirklich, weil das schaffen wir jetzt locker in der Zeit. So, da haben wir die weitere Ölraffinerie. Da müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass die Leute hier besser arbeiten oder beziehungsweise mehr Geld bekommen. Und ich gucke nochmal kurz, Geldmacher. So, Bankiergebäude, Einnahmen. Nee, ich glaube, ein Magnat haben wir hier. Ich glaube, Magnat ist das Lämmig. Wo es dann heißt, dass der eine größere Effizienz für, sagt schon, für Ölgebäude hat. Ja, also so gefällt mir das hier gerade, wie das hier läuft. Können wir hier noch irgendwas erhöhen? Nein, können wir gerade nicht. Gut, Militärgebäude. So. Doch, den Flugzeugträger können wir leider immer noch nicht bauen. Deswegen müssen wir noch ein anderes Militärgebäude machen.
Weil bevor wir jetzt hier irgendwie überfallen werden, was ja immer noch passieren kann, machen wir das lieber mal. So, und hier drüben werden wir so langsam mal anfangen, die Bergwerke zu befüllen, damit hier auch abgebaut wird und wie die Ware dementsprechend auch... So, kommst du her? Boah, ja, wieder nicht schön, aber selten. Und gut, ich denke immer nur daran, von wegen, wie man noch mehr Geld schaffen kann. Aber wo ich nie dran denke, ist, mal die ganzen Hütten hier zu entsorgen. Mal, können wir hier irgendwas machen? Modernisieren. Oh, guck mal, hier könnte man alle modernisieren. Kann man das jetzt? Ja. Nein, jetzt können wir es nicht mehr. Ah, gut, okay, müssen wir nochmal einen kleinen Moment warten, weil dann würde ich die nämlich gerne modernisieren. Aber dazu brauchen wir erst wieder Geld. Aber im Moment verlieren wir schon wieder Geld. Oh, ist doch nicht wahr. Das machen die absichtlich alle. Was haben wir denn hier? Bauxit. Könnten wir eigentlich auch abbauen. Ja, dann machen wir das halt eben erst. Wir kommen jetzt sowieso gerade wieder nicht auf den Betrag da oben. So. Bauen wir da Bauxit ab. Was ist hier? Hier ist Kohle. Gold könnten wir eigentlich auch mal langsam abbauen. Weil dann können wir auch eine Schmuckfabrik mal so langsam in Auftrag geben. Sag mal, bin ich gerade wieder blöd? Da ist es. So. Und dann freut Penultimo sich, wenn man das ganze glänzende Zeug herstellen kann, weil der fährt ja voll auf glänzendes wohl ab, so auf Gold und was weiß ich was alles. Und ich glaube, für die Mastbetriebe müssen wir auch mal irgendetwas machen. Ich muss mal kurz gucken. Hier, da geht's lang. Weil die Mastbetriebe, die produzieren irgendwie gerade nichts. Irgendwie haben die was alle gerade gegen mich. Produziert nicht. So, woran liegt's? Erhöht die Effizienz, aber die Arbeitsqualität steigt die Effizienz. Jedoch, genau, wir machen das. Weil ich möchte wenigstens, dass es den Tieren einigermaßen gut geht. In letzter Zeit war... Ja, Fahrzeugfabrik ist freigeschaltet worden. Sehr schön. Dann können wir demnächst auch Fahrzeuge bauen. Aber erst einmal müssen wir hier... Rucks. So, können wir hier irgendwie einen Manager reinsetzen, damit es den Tieren besser geht? Geldmacher, Bankier. Der Wohlstand. Agent. Ja. Nein. Ach komm, dann nehmen wir hier da wenigstens den Wohlstand mit rein. Und wir haben einen neuen Auftrag bekommen. Oh. Ich mag mich bei meinen sorgsam durchgerechneten Vorhersagen ein wenig geirrt haben. Es scheint, als würden die Luxusressorts die Touristen in letzter Zeit langweilen. Sie kommen stattdessen nach Tropico. Es ist lebenswichtig, dass wir genug Hotels haben, um sie zu beherbergen und um an ihr Erspartes zu kommen. Ja, werden wir natürlich annehmen, wenn wir hier neue Wohngebäude gebaut haben, nachdem wir hier erstmal alle anderen modernisiert haben. Weil hier haben wir nämlich jetzt dann die Apartments schon mal. Finde ich gut. So. Und jetzt werden wir, sobald wir wieder Geld haben, noch mehr Apartments bauen. So, arbeiten hier schon welche? Gut, da werden wir auch erhöhen. Warte mal, wir machen das natürlich so, dass wir hier wieder für alle erhöhen. Weil sonst sind die nachher wieder so zickig und wollen dann nicht. Oh nee, warum soll ich denn da arbeiten gehen? Doch blöd. Die anderen verdienen da drüben mehr als wir. So, dann haben wir das jetzt gemacht. Da ist es schon. Gut, sehr schön. Und hier will auch mal wieder keiner arbeiten. So, erhöht die Effizienz. Das Budget des Stahlwerkes steigt, okay. Und jedoch auch die Umweltverschmutzung. Nee, das muss dann wiederum nicht sein. So, hier werden wir auch natürlich erhöhen. Damit die Leute hier anfangen zu arbeiten. Und Präsidente, ich zittere. Ja, wir haben schon wieder ein Erdbeben vor uns, was ich nicht so gut finde. Aber da müssen wir jetzt gerade durch. Das Erdbeben ist vorüber. Wir leben noch. Hey! Zeit, über mein Leben und meine Entscheidung nachzudenken. Ja, ich weiß. Er denkt dann immer ziemlich schnell drüber nach. So, werden jetzt hier erstmal alle reparieren. Und hier drüben sollten wir auch dafür sorgen. Die Welt leidet unter einer großen Energiekrise. Der Ölpreis steigt stündlich. Wir sollten die Situation zu unserem Vorteil nutzen. Nein, will ich aber nicht. Deswegen werde ich von niemandem etwas fordern. Ich muss euch das gestehen. Ich habe mich gerade von meinem Freund getrennt. Das war eine schlimme Beziehung. Ging alles toll los, doch dann liefen die Dinge ganz brutal aus dem Ruder. Im wahrsten Sinne des Wortes. Eine Beziehung so kaputt wie manche Gebäude, die ich auf der Insel gesehen habe. Zeit, sie zu reparieren.
Okay, aber ich glaube, die Gebäude habe ich doch jetzt eigentlich schon so weit erhöht. So, ich gucke jetzt... Präsident, Junge. Wir haben... Ja, gut, okay. Wir können jetzt hier das Atomprogramm starten. Werde ich jetzt aber noch nicht, weil wir wollen jetzt noch etwas von der Karte haben. Also wir sind jetzt besser durchgekommen, als ich jetzt dachte. Deswegen starten wir das Atomprogramm noch nicht. Obwohl, wir sollen ja nur erstmal das Atomprogramm erforschen, oder? Ist jetzt auch egal, aber wie gesagt, wir haben hier noch genug Zeit. Deswegen warten wir jetzt einfach mal ein bisschen ab. Genießen die Karte hier noch, weil wir haben gerade Geld. Und ja, so gefällt mir das hier natürlich am besten. Und, ach Mann, irgendwie wird hier nie was abgeholt. Also ich vermute, dass es daran liegt, dass hier nichts abgeholt wird. Deswegen bauen wir jetzt hier einfach nochmal ein paar Transportbüros. So, hier hinten werden wir natürlich auch ein Transportbüro hinsetzen. Ja genau, das sollte man auch so setzen, dass hier auch abgeholt werden kann. Es wäre sonst etwas unsinnig. Wobei hier hinten das ja auch nicht abgeholt wird. Also ich habe echt noch keinen Plan, warum hier nichts passiert. So, die Effizienz von Plantagen, genau, steigt. Ups, so, da arbeiten alle. Und hier, Überfütterung. Nein, will ich doch nicht. Das hatten wir ja das letzte Mal schon, dass ich eine Überfütterung nicht wünsche. So, ihr arbeitet. Sehr schön. Uran können wir jetzt ja, glaube ich, auch schon abbauen, oder? Muss ich mal gucken. Indem wir hier einfach mal ein Bergwerk hinsetzen. Ja, können wir. Sehr schön. Damit werden wir dann also noch mal ein paar Monate Aufschub bekommen. Und ja, genießen wir noch die Zeit hier ein wenig auf Tropico. Und wie das dann aussehen wird und wie wir dann hier versuchen werden, ein paar Touris auf unsere wunderschöne Insel zu locken, das seht ihr das nächste Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen und auf bald. Tschüss.